Ja, das ist nur eine schöne Sache. Wir haben ja, also der Markt für Medizinprodukte hängt ja ein bisschen mit den Gesundheitsreformen zusammen. Und da wir ja nun eine sehr hohe Frequenz von Gesundheitsreformen haben in letzter Zeit, ist das natürlich so eine Sache. Also niedergelassene Mediziner sind im Moment ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, sie machen sehr ungern Investitionen. Das kann man auch absolut verstehen, weil sie eigentlich auch ihre Einnahmensituation nicht genau kalkulieren können. Also das heißt, es ist auf jeden Fall in dem gesamten gesetzlich, also kassenärztlichen Bereich, haben wir eine geringe Investitionsbereitschaft. Also das heißt, Geräte, die direkt an Mediziner in irgendeiner Art und Weise verkauft werden sollen, sind im Moment nicht so richtig gut platzierbar. Die Erfahrungen, die haben wir schon gemacht. Anders sieht es halt eben aus, überall da, wo es halt in IGEL-Leistungen geht, überall da, wo es in privat liquidierbare Leistungen geht, überall da, wo es in Wellness, in Lebensgefühl, in Steigerung Lebensqualität geht und sowas, überall da ist der Markt relativ gut. Das heißt, wir können da schon differenzieren. Denken Sie bitte auch daran, dass wir ja Medizinprodukte in einem sehr großen Teil von Sportstudios, also allem dem, wo Cardio-Training gemacht wird, wo Fitness-Training gemacht wird und so weiter und so fort. Da stehen massenweise Medizinprodukte. Ja, also das alles gehört ja mit zu diesem Markt dazu. Auch im Kosmetikbereich haben wir einen sehr hohen Anteil an Medizinprodukten. Denken Sie an Elektrostimulation. Ja, also das heißt, all das sind Medizinprodukte und dieser Markt blüht. Das heißt, da ist halt im Moment die Nachfrage schon relativ hoch. Generell denke ich halt, also das ist ja auch sowas mit den kontradiktorischen Zyklen, also der Gesundheitsmarkt ist nach wie vor, weil er halt zur Alterspyramide passt, ist das ein Zukunftsmarkt. Das ist auch absehbar. Nur halt, wie gesagt, dieser Bereich der Kassenärzte, das ist im Moment ein bisschen ein haariger Bereich. Was würden Sie einem typischen Entwickler raten? Also ich würde einem typischen Entwickler raten, auf jeden Fall auch mit seinen Anwendern in Kontakt zu bleiben. Also das, was wir relativ häufig halt eben haben als Problemstellung, ist, dass Produkte, die an und für sich hervorragende Performance haben, hervorragend zu Therapien oder zu diagnostischen Systemen passen, trotzdem im Markt nicht so den Erfolg haben, den man eigentlich erwarten dürfte. Und das aus einem ganz einfachen Grunde, weil halt eben die Anwendungsfähigkeit lange nicht so ist, wie man sie sich von Seiten der Anwender und Betreiber vorstellen würde. Man sollte halt bei der Produktentwicklung immer auch im Auge behalten, was für Kosten, was für Betriebskosten hat denn hinterher auch der, der das kaufen soll. Weil es ist sehr oft so, ist auch Deutsch ein bisschen belastet, halt eben dieses Bild, dass viele Unternehmen über den Ersatzteilverkauf ihr Geschäft gemacht haben. Und das ist halt etwas, was relativ negativ auf den Markt gewirkt hat. Also das heißt, man sollte heute immer auch beim Verkauf, das weiß ich so aus meiner Betreuung halt eben auch von Krankenhäusern her, sollte man darauf fokussieren, dass man durchaus auch die Kosten der ersten 3 Jahre oder ersten 5 Jahre darstellt. Ja, also das heißt, achten Sie in Ihrer Entwicklung da eben auch drauf, dass die Servicefreundlichkeit gegeben ist. Also, dass nicht in dem Moment, wo irgendeine Diode abraucht in einem Gerät, dann auf einmal das ganze Gerät auseinandergenommen werden muss und eigentlich ein neues Gerät viel günstiger wäre. Ja, also achten Sie da drauf, weil das ist wirklich etwas, was am Markt extrem schlecht ankommt.